Hey, mein Freund, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute die Fortsetzung von dem Let's Play von Notfallsatz, wo die Feuersimulation. Im letzten Video hatten wir ja ein paar Feuereinsätze und so, und ich will hoffen, dass wir heute abwechslungsreiche Einsätze bekommen. Und ich bin immer noch verkältet mit Schnupfen und so, Husten auch, und ich würde sagen, wir hören mal in den ersten Einsatz rein. Hier ist die Feuerwehr und Rettungsdienst. Hallo, hier ist ein Baum, der gefährlich weit in die Straße reinragt. Was ist genau passiert? Auf dem Weg nach Hause ist mir ein Baum an die Fahrbahn aufgefallen. Der Sturm scheint ihn ganz schön mitgenommen zu haben. Die Äste hängen schon direkt über der Straße. Wo genau? Das war auf der Merkurstraße in Fahrtrichtung Mülheim. Findet sich noch jemand vor Ort? Ich habe niemanden sonst in der Nähe gesehen. Verstanden, ich schicke jemanden vorbei. Ja, ich habe übrigens die Drehleiter freigeschaltet und ich würde sagen, die fahren wir auch direkt mal. So, direkt mit Presslufthorn unterwegs. Auf der Landstraße. Schon mit 60 unterwegs. So, mal eben ausmachen. Und wieder anmachen. So, Bullhorn, damit die Platz machen. Und Vollgas. So, können wir wieder ausmachen. Und da ist der Einsatz auch schon. So. Was macht denn das Eichhörnchen da? Direkt mal hier in den Rettungskorb. So, und absägen. So, Kleinsägen. Mit den Handschuhen auf Seite, den Kanister und die Sägespäne aussägen, fegen, Entschuldigung. So, 3 Minuten für den jetzigen Einsatz ist doch eigentlich eine gute Zeit. Ab in den nächsten. Also ich mache das so, dass ich eigentlich pro Video mal 5 Einsätze mache. Feuerwehr und Rettungsdienst, hallo. Hallo, ich möchte ein Feuer melden. Scheiße. Was genau ist passiert? Im Park steigt Rauch auf. Ich kann nicht genau erkennen, was ist. Na gut, ist harmlos. Wo genau ist der Notfallort? Rathaus Markt 4 auf der großen Wiese. Finden sich weitere Personen in der Nähe? So etwa 10 bis 12 Leute stehen hier. Einige machen Fotos. Gaffer. Wurde jemand verletzt? Sieht nicht so aus, nein. Verstanden, Einsatzkräfte sind alarmiert. Müssen wir leider eine TLF nehmen, was sich total scheiße lenken lässt. So, kennen wir schon. Ich habe bis jetzt bei jeder Einsatzfahrt mit dem TLF immer mindestens einmal ein anderes Auto berührt. Ich hoffe, dass das mal anders wird. Ja, guck, ich lenke maximal unter, dem ist das scheißegal. Da, auch schon wieder. Ich lenke voll ein, natürlich juckt es nicht. Da war der Aufprall. Aber der Unfall lag jetzt auch an mir, habe ich nicht aufgepasst. Ui.
So, und schon wieder da. Den Schnellangriff kennen wir ja schon. So, das war ein echt schneller Einsatz. Der ging jetzt auch nur ein, zwei Minuten. Ich glaube, so eine Minute plus Einsatzfahrt. Hier Feuerwehr 1906. Hallo, hier brennt es. Bitte helfen Sie mir. Was sehen Sie genau, was passiert ist? Ich habe geschlafen. Der Rauchmelder hat mich geweckt. Es ist alles voll laut. Da bin ich so schnell wie möglich aus dem Haus und habe Sie gerufen. Wie lautet die Adresse? Bahnhofstraße 3. Es ist das Reihenhaus neben dem Blumenladen. Interessiert mich nicht. Befinden sich noch Menschen in meinem Gebäude? Nein, ich bin allein. Schön für dich. Verstanden. Sind Sie verletzt? Ich, mir geht's gut. Aber kommen Sie bitte schnell her. Ja. L24 hatten wir heute noch nicht. Ich versuche auch jetzt mal jedes Fahrzeug hier mal zu fahren, was ich vorher geschaltet habe. Ist es der dritte Einsatz, ne? Okay. Und 111-24 finde ich, lässt sich am besten lenken mit der Drehleiter, also DLK 2312. Platz machen für die Feuerwehr. Und am Einsatzort eingetroffen. So, Hydrant öffnen. Standrohr einsetzen. So. Ein B-Schlauch anschließen. Verteiler. Noch ein B. C-Schlauchkorb. Strahlrohr. So, ab in die Wohnung. Für da in die Wohnung zuerst. Und drei Brände in diesem Zimmer. Die Kommode. Hocker. Und die Gardine. Okay, das war's. Und dann da. Ui, hier brennt schon was extremer. Und wenn ihr wollt, dass ich die Hintergrundmusik ausmache, hier die hier so, oder lieber so machen will, schreibt es in die Kommis. Hier ist noch mal hier meine Steuerung, die ich derzeit an habe hier. Ja, hier kann ich leider nicht ändern. Ja, Pressluftröhren halt. So, und jetzt weiter zum Einsatz. So, Feuer gelöscht. Nächster Raum. Badezimmer frei. Das freut mich doch. So, hier. Wohnzimmer. Vier am Brennen. Schade, dass ich hier keinen Sprühstrahl einsetzen kann. Okay, gelöscht und der letzte Raum. Ein Regal, ein Stuhl, zwei Stühle und G Gardine. Gardine gelöscht. Erster Stuhl, zweiter Stuhl. Das ist nur noch das Regal dran glauben.
Und dann machen wir noch einen Einsatz. Und dann war es aber schon wieder mit der Folge hier. Schon 10 Minuten. Ja, ich bin fast nächster Rang. Sorry. Hier die Feuerwehr und Rettungsdienst. Hallo, ich hatte gerade einen Autounfall. Mein Beileid. Okay, was ist genau passiert? Ich wollte einparken. Da schießt auf einmal ein Auto um die Ecke, mir voll in die Seite rein. Wo genau befindet sich das Fahrzeug? Moment, am Markt 23 heißt die Straße. Waren Sie allein im Fahrzeug? Ist das allein im Auto? Der Fahrer ist allein im Fahrzeug, ist ein Mann mittleren Alters, seine Frau als Beifahrer dabei. Schön. Oder war jemand verletzt? Mein Kopf dröhnt ein wenig, aber. Das ist aber nicht schlimm, oder? Hilfe ist unterwegs. Gut. Wir können nur RTW und eine 24 nehmen. Da wir das LF schon hatten, fahren wir heute den RTW. Und dann machen wir mal das E-Horn dran. So, kennen wir schon. Nee, langweilig. So. So mit 80 durch die Ortschaft ist auch normal, ne? Und dass ein RTW ein Bullhorn hat, ist auch normal. So. Ach so, ja. Guter Unfall mit Seite, ne? Finde ich. So, Helligentool. Oh, nee. So. Batterie abklemmen. Öl. Fegen. Zack. Zack. Ja, weil es gibt zwei Arten von Hessenfällen, und weil der jetzt so schnell war, machen wir noch einen letzten Einsatz. Ach, sorry. Hier Feuerwehr und Rettungsdienst. Hallo, hier ist ein Baum, gefährlich, weil er in die Straße reinragt. Ja gut. Den Einsatz hatten wir schon, deshalb nehmen wir jetzt einfach einen anderen. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was da gerade stand. Nur der aktuelle Mission, also wenn ich das jetzt wieder mache, wird diese Mission, die jetzt abgespielt wird, nicht gespeichert, die anderen schon. Okay, hier vorher noch sieht. Hallo, hier ist Mann. Ich will keinen Einsatz mit Baum. Boah, meine Nase stürzt ab. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst. Guten Tag, ich bin im Industriegebiet Nord und habe ein Feuer gesehen. Schön. Was genau ist passiert? Ich war gerade auf dem Weg nach Hause. Bla bla bla. Aber das hatten wir eh schon, ne? Ja, brauchen wir TLF. TLF hatten wir auch schon. Wenn jetzt kein anderer Einsatz kommt, dann müssen wir einfach irgendeinen. Dann nehmen wir es hin, der hier kommt. Kann jemanden vorbeischicken? Was genau passiert? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Dazu braucht man sich, wie einer der LKWs brennt. Der hat einen Schockcontainer geladen und schießt die Flammen oben raus. Lautet die Adresse Kohlenstraße 38. Das Fahrzeug steht bei uns im Hof. Könnte ich versuchen? Nee, nee, ich pass auf, dass keiner reingeht. Verstanden. So, da wir schon den RTW, das HLF, die DLK und das LF24 hatten, fahren wir jetzt den ELW, den Einsatzleitwagen. Da können wir ruhig auch mal das Pressluft dran machen.
So. So, Platz machen für den ELW-Einsatzleitwagen. So, wieder Strand öffnen, Standrohr rein, oh nee, muss ich erstmal verbinden, Verteiler verbinden, das und das. Nein, das hatte ich schon so oft. So. Hallo, du sollst ausgehen. Oh, Einsatz fertig. Okay, das war's mit dem jetzigen Video. Gebt eine Wertung da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.